Tja, bei uns geht es heute um rostiges Metall am Thüringer Bahnhof und um den Abstiegskampf beim Halleschen FC. Diese und weitere Themen jetzt in Hallo Halle. Und damit wären wir schon mittendrin im Stadtmagazin Hallo Halle am Donnerstag. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Rostiges Metall im Garten würde man normalerweise entweder entsorgen oder neu anstreichen. Doch am Thüringer Bahnhof ist das vollkommen anders. Dort ist Rost sogar erwünscht. Seit Jahren ist die Parkanlage so etwas wie eine Freiluftgalerie für Metallkunst. Im Rahmen einer vom Jobcenter geförderten Beschäftigungsmaßnahme entstand jetzt ein neuer Skulpturengarten, der heute offiziell eingeweiht wurde. Doch bei diesem Garten geht es ausdrücklich nicht um Kunst. Die stählernen Industriegleise am Thüringer Bahnhof sind längst verschwunden. Doch noch immer findet man in der grünen Parkanlage jede Menge Stahl. Für Aufsehen und kontroverse Diskussionen sorgt seit geraumer Zeit dieser Skulpturenpark, 25 Metallfiguren zum Thema Europa. Und genau in seine Fußstapfen tritt seit heute ein ähnliches Projekt, nur 100 Meter weiter östlich. Donnerstagmittag frisch eingeweiht, 7 Metallskulpturen zum Thema Sachsen-Anhalt, entstanden in der Metallwerkstatt der SBH Südost. Hier sollen Langzeitarbeitslose über handwerkliche Kreativität den Kontakt zum Berufsleben halten. Im Prinzip ist es so, dass bei den meisten eigentlich nur wieder aufgefrischt wird. Ja. Ob das unser Zerspaner ist oder unser Schlosser, der die ganzen Brennschneidarbeiten macht, das ist ja da, das Wissen muss aber wieder aufgefrischt werden und dann funktioniert es. Auch Uwe Görlitz und Gerhard Kränkel können mit dem Schweißgerät umgehen. Der Beweis steht seit heute im neuen Skulpturengarten. Den Männern lag vor allem das mitteldeutsche Braunkohlerevier am Herzen. Erfüllt einen das ein bisschen mit Stolz, wenn man jetzt weiß, dauerhaft hier so eine Objekte in diesen Park zu stellen? Weil man nur bis jetzt nur Positives gehört hat. Also die Leute sehen es und man wird auch wirklich angesprochen. Wiedererkennungswert muss es sein. Ne? Und sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Kommt gut an. Auch bei den Rest jetzt, die schon da waren, jetzt Besucher. Es wurde ein Modell gebaut, das stand da drüben. Und nach dem Modell praktisch dann hier diese Skulptur. Man muss auch eins sagen, vielleicht ein bisschen einschränkend. Die Qualität dieser Teile ist jetzt nicht so hoch. Das heißt, wenn hier ein Metallbauer durchgeht, sich das ansieht, dann wird sagen, okay, die Schweißnaht ist nicht so super. Ja, aber das fällt wahrscheinlich bei solchen Dingern wie bei diesen Skulpturen nicht so ins Gewicht. Ja. Ihre Skulptur sieht zwar aus wie ein Kunstwerk, doch als Künstler sehen Sie sich nicht. Auf keinen Fall. Also es geht darum, als Metallarbeiter, Handwerk, künstlerisches Handwerk. Ja. Und das ist dann ein bisschen was anderes wie Kunst. Das ist ja, einiges ist ja alles bloß gekupfert. Ja. Radlegende Tefe Schur, im wahren Leben noch nicht eingerostet. Hier darf er es jetzt und bekommt bald noch Gesellschaft. Das Projekt läuft erstmal bis Ende Februar 2023 und wir hoffen ganz stark, dass wir noch ein Jahr Verlängerung bekommen. Und wenn Sie sich diese Fläche hier ansehen, also wir könnten uns ja noch zwei Jahre austoben, kein Problem. Die handgeschmiedeten Figuren sind übrigens äußerst robust und diebstahlsicher. Mit dem neuen Skulpturengarten ist der Thüringer Bahnhof ab sofort um eine Attraktion reicher. Der Petitionsausschuss des Landtages war heute zu Gast in Halle. Ziel des Besuches, man beschäftigte sich noch einmal mit den Altlasten am ehemaligen Orgazit-Gelände. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Martin-Luther-Universität beteiligt sich am neuen Großforschungszentrum zur Transformation der chemischen Industrie. Das Bundesforschungsministerium hat heute die Entscheidung für Delitzsch als Standort der Einrichtung bekannt gegeben. Sie soll den Strukturwandel in Mitteldeutschland nach dem Kohleausstieg mitgestalten und neue Perspektiven für die Region eröffnen. Die Universitäten Halle und Leipzig bringen neben der Expertise zahlreicher Wissenschaftler auch das Konzept für Forschungs- und Lehreinheiten in das Großprojekt ein.
Die kommunalen Wohnungsunternehmen HWG und GWG sollen nicht per Weisung verpflichtet werden, mehr Solaranlagen auf ihren Gebäuden zu installieren. Ein entsprechender Antrag im Stadtrat wurde mehrheitlich abgelehnt. Während die Grünen darauf drangen, Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bringen, folgten die meisten Stadträte wirtschaftlichen Argumenten, die gegen einen Zwang sprechen. Ein anderer Antrag, der die Fusion beider Gesellschaften vorsah, wurde zurückgezogen. Der Petitionsausschuss des Landtages hat sich heute in Ammendorf getroffen, um über die Problematik der Altlasten auf dem ehemaligen Orgazit-Gelände zu beraten. Vertreter zuständiger Landesbehörden sowie der Stadt Halle nahmen daran sowie an der anschließenden Ortsbegehung teil. Ebenso hallische Stadträte. Nach wie vor ist das abgesperrte Areal kontaminiert. Bis 1945 wurde hier Giftgas hergestellt. Für die Sanierung setzt sich unter anderem eine Bürgerinitiative ein. Mit dem Auslaufen der Entlastungsmaßnahmen sind die Verbraucherpreise im September um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts lag die Teuerungsrate bereits im August mit 8,6% auf einem Rekordhoch. Bei den Nahrungsmitteln stiegen die Preise für Molkereiprodukte, Speiseöl und Fleischwaren überdurchschnittlich an. Auch Kraftstoffe wurden deutlich teurer, im Durchschnitt um fast 30%. Eher bescheiden nimmt sich dagegen die Preisentwicklung von 6-8% bei Bekleidung aus. Die Landespolizei hat in der vergangenen Woche mehr als 4000 Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt Ablenkungen im Straßenverkehr kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 628 Verstöße festgestellt. Neben zu hoher Geschwindigkeit wurde auch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts geahndet. Handys oder ähnliche Geräte benutzten 110 Autofahrer. Auch Radfahrer gefährdeten sich durch diese Form der Ablenkung, ebenso durch das Tragen von Kopfhörern. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Sportlich soll es jetzt weitergehen, und zwar mit der dritten Fußballliga. Trotz einiger Teilerfolge befindet sich der hallische FC leider immer noch in der gefährlichen Abstiegszone. Jeder Punkt zählt also. Und die nächste Chance auf Punkte haben die Rot-Weißen am Samstag gegen Duisburg. Wie es allerdings klappen soll mit dem Punktgewinn, darüber wurde heute auf einer Pressekonferenz im Leuner Chemiestadion an der Kantstraße gesprochen. Und Thorsten Grundmann hat ganz genau zugehört. Die Fußballprofis des hallischen FC standen heute vor ihrer vorletzten Trainingseinheit, bevor es dann zu einem hochwichtigen Punktspiel nach Duisburg geht. Eine gute Stimmung fanden wir vor. Alle wurden höchstpersönlich vom wohl treuesten Fan des HFC, Helga Nowke, begrüßt. Janis Vollert, aber auch Nico Hug sind wieder fit und haben wohl auch gute Startelfchancen, war von André Meyer zu hören. Jonas Niedfeld, der Kapitän, betrat dann als letzter den Trainingsplatz, der hier schon vor einiger Zeit davon sprach, endlich wieder Spieler in der Mannschaft zu haben, die richtig stolz darauf sind, hier spielen zu dürfen. Und das haben die Jungs zuletzt in der Länderspielpause auch wirklich gezeigt. Wir haben auf jeden Fall die zwei Wochen für uns inhaltlich genutzt. Es war, glaube ich, ganz gut, mal so einen Break zu haben, jetzt nach den ersten neuen Spielen, um das selber mal zu reflektieren, um dort die richtigen Rückschlüsse ziehen zu können. Wir hatten jetzt zwei Spiele mit dem Testspiel gegen Ammendorf und das Pokalspiel gegen Elster, haben beide Spiele zu null gespielt, haben kein Gegentor bekommen, haben nach vorne hin viele Tore gemacht und deswegen haben wir für uns jetzt erstmal ein gutes Gefühl entwickelt in den zwei Wochen. Um somit auch mit viel aufgetanktem Selbstvertrauen nach Duisburg reisen zu können. Den Jungs blieb nur eine kurze Erwärmungsphase, während schon mal die Torhüter Mesenhöhler, Benten und Gebhardt mit dem Torwarttrainer Unger sich gleich ordentlich in Schwung brachten. Daniel Mesenhöhler, die Nummer 1 des HFC, hatte zuletzt einmal mehr seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Aber nebenan ging es auch unter den Feldspielern mit einem schnellen Passspiel richtig zur Sache. Alles unter den Augen von Edelfan Helga Nowke. Sie hat hier ihren Ehrenplatz. Die 83-Jährige verpasst so gut wie kein Training und erst recht kein Spiel. Am Wochenende hat sie sogar einen Flug nach Duisburg zum Punktspiel ihrer Mannschaft gebucht. Wir erlebten hier beim Training auch Übungen mit einer großen Portion Spaß versehen. Das Ganze hatte aber auch einen Hintergrund.
Also Spaß ist das eine. Bei dem inhaltlichen Thema ging es dann darum, dass sie Entscheidungen treffen müssen. Sie müssen schnell wahrnehmen. Sie mussten entsprechende Farben mussten sie erkennen, mussten daraufhin Entscheidungen treffen. Und das mit einem Wettbewerbscharakter, was bei den Jungs immer gut ankommt. Sie mussten ein paar Schnelligkeitsaufgaben erledigen. Und ja, die Jungs, die freuen sich, sie sind mit Spaß bei der Sache, was uns wichtig ist, weil das dann immer die Offenheit ergibt, um inhaltlich auch weiterzukommen. Und die sogenannten Spielformen sind dann auch sehr beliebt unter den Spielern. Hier ist die Offensive und Defensive gefordert. Die Intensität nahm gehörig zu. HFC-Coach André Meyer nahm sich urplötzlich zurück, schaute sich aber das Ganze sehr genau an. Na, die letzte Form war ja ein Mix aus Torschüssen und einer kleinen Spielform. Ich bin da eher in der Beobachtungsphase in solchen Dingen, wo es jetzt gar nicht um irgendwelche taktischen Themen geht, sondern ich beobachte eher, wie Jungs mit so einer Trainingsform umgehen. Und da ist es manchmal gut, sich zurückzunehmen, einfach mal nur zu beobachten. Gerade wenn die Übungsform an sich auch läuft, die Jungs gut dabei sind, dann muss man gar nicht den Prozess so daran stören und tausend Infos mit reingeben, sondern dann lässt man so eine Übung einfach mal laufen und beobachtet, und dann nehme ich weitaus mehr mit, als wenn ich die ganze Übung noch mal ins Detail noch mal erkläre und neue Impulse reingebe. Die Jungs wissen, jetzt müssen sie am Wochenende abliefern. Mit nur 8 Punkten auf Tabellenplatz 16 ist gegen den Tabellenzwölften Duisburg, der übrigens von Ex-Trainer Ziegner trainiert wird, ein Sieg das Beste, was den Rot-Weißen passieren könnte. Und dafür wollen sie alles geben, traten hier im Training noch einmal aufs Gaspedal, wenn auch der eine oder andere Schuss noch sein Ziel verfehlte. Die Jungs wollen unbedingt. Wir haben jetzt 9 Spieltage durch, hatten eine kurze Pause und jetzt geht es für uns einfach darum, auch den Erfolg einzufahren. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Die Jungs merken, dass sie das, dass sie jetzt auch dran sind, dass sie das auch machen können. Und das andere ist halt, ja, innerhalb der Mannschaft ist es halt so, jetzt wo alle wieder mit da sind, die pushen sich auch gegenseitig. Wir haben eine Konkurrenzsituation und das so im Zusammenspiel ergibt dann so eine Trainingseinheit wie heute, aus dem wir halt rausgehen mit einem extrem guten Gefühl. Es gibt auch mal Tage, wo man sagt, Mensch, was war das für ein Training? Aber das sind die geringsten Phasen so. Und wir haben heute wieder ein gutes Training hingelegt. Und deshalb sollte gegen Duisburg auch was zu machen sein. Die warten nun schon seit 5 Spieltagen auf einen Sieg. Ja, die Frage ist halt, ob das immer ein guter Moment ist, wenn eine Mannschaft lange keinen Erfolg hatte. Dann wissen sie, glaube ich, auch, dass sie in dem Spiel alles rein investieren müssen und sind da sehr sensibel. Es ist ein Auswärtsspiel, keine Frage. Wir müssen dorthin und müssen performen. Wir wollen unsere Dinge abarbeiten. Wir wollen gut defensiv stehen und dort für uns so lange wie möglich die Möglichkeit offen halten, das Spiel dann selber auch zu gewinnen. Und dafür wollen wir individuelle Fehler abstellen. Sehen für uns eine große Chance, einfach weil in den letzten Spielen sichtbar war, dass Duisburg auch schlagbar ist. Und die Phase wollen wir für uns ausnutzen und fahren da mit einem sehr guten Gefühl hin und auch mit der Überzeugung, das Spiel auch so drehen zu können. Und unter dem bekannten Motto sollte das kommende Spiel dann auch zum Erfolg werden. HFC-Coach Meyer betonte nach dem Training in der Pressekonferenz auch noch einmal, dass man große Zuversicht habe, in Duisburg 3 Punkte mitnehmen zu können. Wie auch immer, die Lockerheit verriet, der Coach weiß vielleicht schon mehr als wir alle. Ja, wir drücken dem Halleschen FC natürlich beide Daumen, dass es klappt mit den Punkten in Duisburg. Ja, und wir schauen jetzt kurz aufs Wetter. Heute gab es ja, wenn man so will, das komplette Gegenteil von gestern mit dem Herbstwetter. Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Und morgen soll es sogar noch ein bisschen schöner werden. Hier die Aussichten. Wer nochmal richtig Sonne tanken will, sollte den Freitag nutzen. Nach herbstlichem Frühnebel bleibt es durchgehend freundlich. Die Temperaturen sind mit 16 Grad auch recht angenehm. Der Wind ist nur schwach unterwegs. Das Kontrastprogramm gibt es am Samstag. Der Himmel bleibt bedeckt, es wird kühler und der Wind frischt auf. Ein paar Regentropfen sind nicht ausgeschlossen. In den folgenden Tagen lockert es dann hin und wieder auf, die Temperaturen steigen etwas an. Und damit gehen wir raus aus diesem Stadtmagazin. Morgen gehen wir aber wieder rein mit neuen Themen aus Halle. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und tschüss, bis dahin.
Das sind die Schlagzeilen am Freitag. Energiekrise. Bleibt es Weihnachten in Halle dunkel? Hochwasserschutz. Was wird aus Planina? Kriminalität. Einbrecher fahren mit der Tram. Das und mehr lesen Sie am Freitag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.